Retro Gaming. It's Atari time. Atari. Atari 2600. Have you played Atari today? Hallo liebe Retro Gaming Maniacs, willkommen zu einer neuen Ausgabe, weiteren Ausgabe, Fortsetzung meiner, ich zeig euch, meine Atari 2600 lose Modulsammlung. Letztens aufgehört haben wir bei Mission 3000. Ich muss mal hier eben gerade so ein bisschen räumen, weil da komme ich sonst nicht dabei, so, ne? Also beim Buchstaben M sozusagen aufgehört bei dieser Box hier. Und ich mache mal hier einfach munter weiter und greife mal das nächste hier aus meiner riesen Schuhkartonbox, nämlich Moonsweeper. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, was das ist. Ist ein Imagic-Game tatsächlich, aber wie in den anderen Folgen auch schon, zumindest bei den Games, die eher unbekannt sind, packe ich einen Screenshot bei. Moonsweeper, wie gesagt, ich weiß gerade gar nicht mehr, was das war. Aber könnte sein, dass es gar nicht so schlecht war. Dann haben wir hier auch ein Spiel, was ich gar nicht so schlecht finde eigentlich. Landung in der Normandie oder eben hier Normandy Landing. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Quelle-Game. Interessanterweise ist hier hinten ein Aufkleber drauf. Auf Niederländisch. Was heißt das? Lopend Bild. Laufendes Bild. Kanal klein Beetje verdrehen. Tot Stillstand. Aha, bei laufendem Bild den Kanal ein kleines bisschen verdrehen bis zum Stillstand. Ach, tatsächlich! Ja, ich weiß noch, wie ich früher meinen Fernseher beim Sendersuchlauf, ich muss das wirklich, also erstmal hat man so einen Drehschalter für den Hauptkanal und dann gab es so kleine Drehrädchen, wo ich dann drehen musste fürs Feintuning und manchmal musstest du so weit drehen, dass du schon eine Rille im Daumen drin hattest. Und manchmal musste man wirklich so feintunen, bis dann das Bild stand. Also der Mann hatte recht, ne? Normandy, dein Ding, noch ganz witzig. So, dann habe ich hier, das darf natürlich nicht in meiner Sammlung fehlen. Das kam natürlich, damals kam das Boxed zusammen mit Combat, glaube ich, kam das zusammen mit meinem Atari 2600 Pac-Man. Das war so gebundelt und ich habe Pac-Man gespielt bis zum Erbrechen. Das weiß ich noch. Man hatte ja nichts, ne? Und obwohl diese Version heutzutage ja als die schlechteste Pac-Man-Umsetzung für den Atari 2600 gilt und die Nachfolger Miss Pac-Man, Junior Pac-Man und so weiter besser sind, ich sehe gerade, Junior Pac-Man habe ich gar nicht. Oh. Da muss ich mir mal was auf meine Suchliste schreiben. Was so ein bisschen in die Richtung wie Pac-Man geht, ist Mousetrap. Interessanterweise habe ich das hier nämlich gerade direkt dahinter. Mousetrap ist auch eine sehr nette Pac-Man-Variante, ne, wo man da halt, ja, sollen die Striche jetzt Käse sein, einsammelt. Nee, Quatsch. Ja, warum heißt es eigentlich Mousetrap? Weil man ist ja eigentlich eine Katze und sammelt was ein. Und muss dann aber, oder kann Knochen einsammeln und wenn man den Feuerbutton länger gedrückt hält, ne warte mal, wenn man ihn kurz gedrückt hält, dann verwandelt man sich in einen Hund und verscheucht dann die anderen Gegner. Ah, Moment, jetzt weiß ich's, man ist doch eine Maus. Ach Gott, ey. Und muss dann Käse einsammeln und muss vor den Katzen weglaufen. So war es nämlich, richtig. Und wenn man dann den Knochen einsammelt und den aktiviert, dann wird man zum Hund und Hunde jagen Katzen, also umgekehrt. Außerdem hat man Drehtüren, ne? Wenn man vor dieser Drehtür steht und dann den Knopf länger gedrückt hat, dann dreht man die Tür und ändert damit praktisch das Design des Labyrinths. Das ist wirklich sehr durchdacht, sehr ausgeklügelt, macht wirklich Spaß, also kann ich empfehlen, das zu sammeln. So, ja, das ist das zweite Pac-Man-Game, was ich habe, aber wie gesagt, Junior Pac-Man habe ich tatsächlich nicht immer gesammelt. Da haben wir Miss Pac-Man. Sehr geil, weil erstens, es gibt verschiedene Labyrinthe. Zweitens, die sind größer, die scrollen nämlich nach oben und unten. Ich glaube, jedes Labyrinth ist, glaube ich, 3 Bildschirme groß. Drittens, es ist sauschwer. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, wenn ich alle 4 Gespenster aktiviert habe, schaffe ich nicht mal das erste Level.
Also ich möchte denjenigen sehen, der das erste Level schafft mit allen vier Geistern aktiv. Wenn ihr das geschafft habt und sagt so, ja, auf meinem Kanal gibt es ein Gameplay-Video dazu, wie ich das schaffe, das erste Level, dann packt mir gerne mal den Link in die Beschreibung, weil ich habe bei mir ja erlaubt, dass man Links posten darf. Ich hoffe, dass YouTube das nicht automatisch weglöscht. Also, wenn es nicht findet, ich war es nicht. Ne? Also, weil ich erlaubt das. Weil ich dann ja selber neugierig bin und mir das angucken will. Eben, aber Junior Pac-Man ist eigentlich auch sehr nice. Warum fehlt mir das? Darf ich das in der anderen Box tun? Keine Ahnung. Interessiert mich grad. Ja, ich hab Junior Pac-Man. Ist in der anderen Box. Aber ich wollte jetzt nicht alles komplett durcheinander mischen, weil ich hab so gekommen, wie gesehen, habe ich die da reingeschmissen in den Karton und ich habe jetzt einfach mal es gewagt, diesen hier alphabetisch zu sortieren. Das werde ich da mit dem anderen auch irgendwann mal noch machen. Das heißt also, Junior Pac-Man kommt noch. So, das einzige von zwei Original-Games von früher, ich weiß nicht, ob mittlerweile Homebrew-Games existieren, die auch Sprachausgabe haben, aber von damals, es gibt nur zwei, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das andere heißt, aber eins davon ist Open Sesame. Das ist speziell, weil das Sprachausgabe hat und man muss halt Plattformen hochklettern und muss diese Plattformen mit so einer Art Leiter verknüpfen. Man muss alle Verknüpfungen erstellen und muss dann ganz nach oben klettern. Und wenn man dann oben angekommen ist, dann hört man den Spruch Open Sesame. Man muss halt schon sehr genau hinhören, aber man kann es raushören mit ein bisschen gutem Willen. Interessant ist, das Modul läuft tatsächlich auch auf dem Atari 2600 Plus. Ich habe bis jetzt noch kein Firmware-Update vom 2600 Plus gemacht, weil momentan das meiste lief. Ich habe mich einfach noch nicht getraut, ein Firmware-Update zu machen, weil ich denke so, naja, wenn es auf dem nicht läuft, dann läuft es halt auf jeden Fall auf einen von meinen gemoddeten Ataris, so gesehen, oder auf meinem Oldschool-Antennenausgangs-Atari, da läuft es mit Sicherheit auch. Von dem her muss ich noch kein Firmware-Update machen. Ich habe aber schon alles da und auch die Anleitung, wie man es macht, wenn es denn doch mal notwendig wäre. Aber bis jetzt lief das meiste. Und das läuft sogar auf dem 2600 Plus auch. Das war damals gar nicht so teuer. Ich glaube, es hat mir einen Fünfer oder so gekostet. Und ist eins der ersten Module, die ich in meine Sammlung aufgenommen habe, als ich mit Sammeln wieder angefangen habe, 2014. Ja, guck mal da, es ist schon so lange wieder her, du. Open Sesame. Ein anderes sehr geiles Game, finde ich, ist Plague Attack. Auch hier hat leider der Aufkleber gelitten. Und da muss man wirklich seine Zähne retten, indem man alles mögliche andere Kropfzeug ja vernichtet. Macht auf jeden Fall Spaß. Es ist sehr actionlastig und schnell. Macht wirklich Laune. Also das ist ein wirklich cooles Shoot'em'up. Ich glaube, man kann nach oben und unten schießen. Ne? Ist man eine Zahnpastatube? Ich weiß es gar nicht mehr, es ist schon so lange her. Ja, wie immer, ne? Oder wie beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn ihr Gameplay sehen wollt von den ganzen Sachen, wo ich jetzt, also die Idee ist, dass ich zumindest von den unbekannteren Sachen Screenshots einblende, weil dann geht das für mich auch ein bisschen schneller. Genau, wenn ihr da was sehen wollt, so nach dem Motto, wäre cool, wenn du da nochmal ein Gameplay-Video machst von, vielleicht auch, weil manche Sachen ja schon einige Jahre her sind, wo ich da was aufgenommen habe. Und ich selber ja auch wieder Bock drauf habe, das mal wieder neu rotieren zu lassen sozusagen, dann schreibt mir mal in die Kommentare, von welchem dieser gezeigten Games ihr Gameplay sehen wollt. Popeye ist das nächste. Parker Brothers Modul. Die sind ja schon so ein bisschen spezieller vom Design her, finde ich eigentlich noch ganz nice. Heben sich dadurch so ein bisschen von den anderen ab. Interessanterweise sind alle Levels aus der Arcade-Variante hier in der Atari 2600-Variante enthalten. Grafisch jetzt kein Brett, aber es ist da, es ist sogar relativ gut spielbar, das hätte ich damals nicht erwartet. Kann man sich auf jeden Fall geben. So, das zweite Fußballspiel in meiner Sammlung. Ich glaube bei dem ersten, das Wii Sports Football, da spielt man von oben nach unten, bin mir jetzt aber nicht sicher. Oder war das bei Pelé Soccer? Ich glaube, eins spielte man von so horizontal, das andere vertikal. Auf jeden Fall, Use with Joystick Controllers, Ataris, Pelé Soccer haben wir da. So sieht das aus. Mit Pelé drauf natürlich. Dann ein Game, wo ich mich erinnern kann, dass wir das früher wirklich gerne und oft gespielt haben.
ist Phantompanzer. Und ich fand das erste Level schon immer so nice, weil das so schön bunt und farbig war. Ich bin ja sowieso Fan der Atari-Farbpalette. Phantompanzer ist eigentlich ein Quelle-Game. Und ja, man muss seine Basis verteidigen vor anrollenden Panzern, logisch, ne? Und muss die natürlich zerschießen. Am Anfang hat man noch labyrinthartiges Level. Später werden diese Wände immer weniger und die gegnerischen Panzer können sich halt immer freier bewegen und machen das dann natürlich vom Gameplay immer schwerer, seine eigene Basis zu verteidigen. Aber das hat was. Ich habe das gerne gespielt. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Ich weiß, da gehen die Meinungen sehr auseinander, aber ich gebe mir das mal von Zeit zu Zeit. Aber das letzte Mal ist schon verdammt lange her, dass ich das gespielt habe. Phantompanzer, ne? Geht auf jeden Fall in Ordnung. Dann ein weiteres Spiel, welches ich sehr gerne spiele, immer mal wieder. Ich bin zwar jetzt kein Weltmeister da drin, der Aufkleber sieht noch relativ gut aus, aber ich mag das irgendwie total. Ich habe da irgendwie, habe ich da so ein Herz für Pole Position. Hier hinten klebt übrigens noch das P drauf als Beweis, dass das ein PAL-Modul ist. Ich habe nämlich auch einige Module in meiner Sammlung, die sind NTSC. Und dummerweise zickt mein Framemeister dann, wenn ich versuche, die zu spielen, weil der kommt dann damit der Auflösung nicht klar. Und das ist dann nicht so schön. Ich muss da mal was ausprobieren noch. Ich habe nämlich noch so einen Konverter von SCART auf HDMI. Das Bild wird nicht toll sein, aber wenn ich da dann das gemodderte Signal durchbringe, dann habe ich da das, genau, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dann spielt er mir das zwar in Falschfarben ab, aber who cares? Es wäre wenigstens spielbar. Bei einem Space Shooter, wo der Hintergrund sowieso schwarz ist, spielt es nicht so eine Rolle, weil schwarz in der PAL- und NTSC-Palette gleich sind. Die NTSC-Palette hat halt noch ein paar Farben mehr und dadurch verschiebt sich dieses ganze Farbspektrum. Und dann ist es halt so, wenn du bei einem PAL-Game einen grünen Hintergrund hast, dann ist der in der NTSC-Version lila. Soweit ich weiß. Ja, und dann spielt er mal Enduro in der NTSC-Version oder so. Das sieht lustig aus. Weiter geht's mit einem Game, welches ich auf dem Atari 2600 wirklich sehr mag, weil ich aus irgendwelchen Gründen mit dieser ISO-Perspektive in den anderen Versionen weniger gut klarkomme. Ich mag das Spiel trotzdem. Q-Bird. Und ich feiere die Atari 2600-Version, weil, obwohl das so ein bisschen 3D aussieht, es ja doch sehr 2D ist. In dieser Version, ne? Und man wirklich dann auch so steuert, wie man den Stick bewegt, ne? Schräg nach oben ist schräg nach oben und so weiter. Das macht es dann deutlich einfacher und ich spiele das immer wieder total gerne. Ich mag den Kleinen sowieso, weil einer, das ist ja, wie man es ja auf dem Bild auch schön sieht, einer der wenigen Charaktere, die so schön fluchen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das in der Atari 2600 Version ist, ob da auch eine Sprechblase kam oder so. In der Arcade-Variante flucht er sogar hörbar. Ich glaube, in der C64-Variante nicht, nee. Ja, aber dann gibt er so ein Kauderwelsch von sich. Ja, man hört das. Das finde ich noch irgendwie nice. Das macht den, mir irgendwie sympathisch, den Kerl. Ich mag den. Q-Bird finde ich cool. Dann das einzige Modul, was so aussieht in dieser Sammlung, was ich hier habe, das ist von der Firma... Von wem eigentlich? Elysis? Telesis. Ramit, das ist doch eins meiner teuersten Module. Das sieht so aus. Und Gameplay-Material ist vor kurzem noch aufgenommen worden. Hier steht 25 dran, das sagt, es war eben schon teurer. Und dieses Modul ist halt speziell. Ich habe das in der Art noch kein zweites Mal gesehen. Ich weiß auch nicht, ob es noch mehr Telesis-Games gibt. Da müsste ich mich mal schlau machen. Und ob es dann Sinn macht, die zu sammeln, hier ist auf jeden Fall ein P dran. Das ist ein PAL-Game. Ich habe aber sonst von Telesis noch nicht viel gehört. Wenn jemand von euch da Näheres weiß, darf er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das Game ist auf jeden Fall schön bunt. Man muss farbige Balken wegschießen, bevor man von denen sozusagen erdrückt wird. Man ist in der Mitte und das ist so ein bisschen ähnlich wie Turmoil. Ist nice, also macht wirklich Spaß, kann man echt zocken. Und ist das Geld tatsächlich einigermaßen wert? Dann haben wir hier als nächstes die bessere Version von Battlezone, nämlich Robot Tank. Da hat man nämlich nicht nur, dass man mit einem Schuss getroffen Game Over ist sozusagen und Leben verliert, sondern hier hat man verschiedene Anzeigen. Also es kann sein, dass zum Beispiel das Visier getroffen ist, dann sieht man irgendwie nichts mehr. Oder
dass das irgendwie die Kette beschädigt ist und man fährt dann langsamer und irgendwie sowas. Das hat man dann hier in diesen Anzeigen unten. Ne? Und das ist wirklich nice. Also das ist ein echt cooles Game. Robot Tank ist ein wirklich nices Shoot'em-up-Game. Ne? Okay, eine Reihe haben wir hier noch. So simpel wie das Game ist, ich finde es trotzdem nicht schlecht. Es geht einfach nur darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Punkte zu machen und weit zu kommen und alle Tore irgendwie mitzunehmen. Activision's Skiing. Grafisch total simpel und einfach. Aber ja, irgendwie habe ich das früher gerne gemocht und ich finde das auch heute nicht schlecht. Ich finde diese einfach gehaltenen Ski-Games, die haben irgendwie was. Die haben irgendwie so ihren Charme, so ihren Flair, diese uralt Grafik, wie das alles anfängt und ich stehe da drauf. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich mag's. In die ähnliche Kerbe schlägt das Game Skydiver. Ist allerdings leider, doch eigentlich ein reines Zweispieler-Game. Mag ich trotzdem. Man stürzt mit seinem Fallschirm aus dem Flugzeug und muss dann windbeachtend sauber auf einer Plattform landen. Je später man den Fallschirm zündet, desto mehr Punkte gibt's. Also je knapper über der Plattform. Und das ist wirklich nice, das macht vor allem zu zweit Laune. Das ist halt leider hier so ein bisschen das Problem. Ich habe niemanden, der sich sonst weiter für Atari Games interessiert in der Family. Und da ich in der Schweiz wohne, habe ich hier auch so nicht wirklich Leute mit Kontakt, die vielleicht Lust hätten, das mit mir zu zocken. Da bin ich jetzt gar nicht sicher, wer so hier in der Schweiz noch wohnt, in nicht so weit vom Kanton Bern. Und ja, vielleicht kommt ja mal was zustande, ne? Schreibt mir mal in die Kommentare, dass man sich vielleicht mal trifft auf ein Zöckerchen. Oder, wenn der gute Shadowsnose das hat, dann müssen wir mal gucken, ob wir das bei dir mal irgendwann spielen. Wenn dann mal keine Börsen sind, ich habe jetzt so eine lange Durststrecke leider, und dann noch Schulter-OP und so, vielleicht machen wir dann einfach mal kein Börsenwochenende, sondern einfach mal ein Gaming-Wochenende. Mal gucken, ne? Irgendwie so. Jedenfalls, das finde ich noch lustig, auch vor allem, wenn die Plattformen sich nachher hin und her bewegen oder es gibt nur noch eine Plattform, so nach dem Motto, wer zuerst dann da landet, kriegt die Punkte. Das sind schon durchdachte Spielversionen sozusagen. Das nächste ist ein Game, was ich irgendwie nicht so wirklich raffe, was aber grafisch ganz gut aussieht, weil es so ISO-Pseudo-3D ist, ist ein Activision-Game. Der Kleber sieht sogar ausnahmsweise mal gut aus, ist Skyjinx. Und man fliegt da mit einem Doppeldecker, glaube ich, über eine Landschaft und muss irgendwie Punkte sammeln, indem man durch irgendwelche Tore fliegt. Aber so ganz genau habe ich das noch nicht kapiert. Muss ich mir dann irgendwann nochmal geben. Dann haben wir als nächstes ein Game, was ich total gesuchtet habe früher. Die Grafik ist wirklich extrem einfach gehalten, aber das Spiel, ich mag das, ich feiere das. Und zwar ist hier die Rede von Skyskipper. Hier kämen teilweise noch die Preise dran, die ich aber nicht bezahlt habe. Das ist ein Parker Brothers Game und irgendwie heißt es, glaube ich, dass ein Gorilla, und das ist der da unten auf dem Bild, hat Tiere gefangen und eingesperrt. Und irgendwie war das, man muss, glaube ich, dem Gorilla eine Kokosnuss oder was von seinem Flugzeug aus auf den Kopf werfen und dann gehen die Käfige auf und dann hüpfen die, manchmal sind das Hasen oder so, die hüpfen aus den Käfigen raus, wieder rein und du musst dann, während die raushüpfen, musst du die mit deinem Doppeldecker, mit deinem Flieger, musst du die alle einsammeln, dann gibt's Punkte. Was am Anfang noch gemächlich ist, wird irgendwann richtig lustig, weil der Flieger wird da wirklich sauschnell und da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht gegen irgendein Hindernis kracht, denn da gibt es genügend. Nachher gibt es auch Wolken, die hin und her fliegen, in die man nicht reinkrachen darf oder wo man, glaube ich, auch drunter herfliegen kann, aber dann nicht sieht. Das ist schon gemein und das ist einfache Grafik, viel Spielspaß. Also ich hatte durchaus mal Spaß mit dem Game. Nach dieser einfachen Variante kommt dann im Anschluss hier sogar das Game mit der fortschrittlichsten Grafik auf dem Atari 2600. Das ist sehr ambitioniert. Grafisch geil, hat eine recht hohe Spieltiefe, und zwar ist das Solaris. Man fliegt durch den Weltraum, man muss im Weltraum was rumballern, man kann Planetenoberflächen besuchen und muss dort über die Oberfläche fliegend Sachen abballern und Wissenschaftler von der Planetenoberfläche retten.
Das ist grafisch Hammer. Also mit das beste, grafisch beste Atari 2600 Spiel von damals. Ne? Also nicht reingenommen sind Homebrews oder so, die man mittlerweile auf AtariAge.com kaufen kann oder anderswo. Ne? Die zählen da nicht mit rein, sondern ich spreche wirklich von den Sachen, die damals so rauskamen, als der Atari noch lebte und kaufbar war. Ne? So, dann habe ich hier noch ein, ich glaube, das ist ein Quelle-Game. Nee, da, ach, guck mal da. Das ist noch eins, was hier in diese Richtung gehört, eigentlich. Und zwar Space Invader. Hier vorne steht Fantastic Game. Hinten steht Space Invader drauf und ich vermute mal, es ist auch Space Invaders drin. Das könnte sein, muss man sich da nochmal angucken. Und dann habe ich hier noch ein anderes, genau. Hier habe ich ja neulich mal gezeigt, Spider Fight, da, ist schön geschrieben. Und hier habe ich jetzt in meinen Pfoten das Original, und es ist richtig, das ist ein Activision Game. Spider Fighter ist das Original, hier sieht man dann tatsächlich auch mal einen Screenshot zu dem Game, Spider Fighter. Oh, easy, ne? Okay, das nächste habe ich jetzt auch gerade nicht mehr in Erinnerung, was man da machen muss. Der Name ist wieder ein Telegames-Game, ist Star Strike. Und da muss ich dann selber mal nach einem Screenshot gucken, weil ich habe komplett vergessen, was das für ein Game ist. Star Strike. Hab's aber. Dann das nächste ist, wenn ich mich recht erinnere, ein Weltraumstrategie-Game mit dem Namen Star Voyager. Und das ist ein Imagic-Game. Und irgendwie klapprig. Nee, könnte aber funzen. Star Voyager. Und ich glaube, man muss auf so einer Sternkarte muss man überlegen, welche gegnerischen Raumschiffe man wegputzen muss, bevor die immer näher ins Zentrum zur Heimbasis kommen. Und dann wandelt sich das Ganze in eine Third-Person-Perspektive um, oder ja, eigentlich fast Ego-Perspektive, wo man dann mit einem Fadenkreuz halt die entsprechenden Wellen ja abwehrt und wegbratzt und man muss da wirklich strategisch vorgehen und gucken, welche Armada man da nach und nach vernichtet. Ich habe es tatsächlich, wenn es das ist, dann habe ich es tatsächlich durchgespielt. Da gibt es dann ein Playthrough irgendwo auf meinem Kanal. So, dann, ja, ich habe ja jetzt neulich entdeckt, dass in der California Games Packung die Anleitung zu allen The Games Games ist von Epics, Summer Games, Winter Games und so weiter. Und hier habe ich jetzt Summer Games. Und ich muss sagen, die Umsetzung für den Atari 2600 ist wirklich nice. Also die Games, auch Winter Games und so, die sind echt gelungen. Na, die machen wirklich Spaß, die kann man echt gut zocken. Sind nicht 1:1 die gleichen Sachen, wie man sie vom C64 kennt, aber sind trotzdem geile Games. Also kann ich nur empfehlen. Dann ein Paddle Game, eins der wenigen Paddle Games, die ich habe, wo das Modul tatsächlich noch sehr gut aussieht. Ist Super Breakout. Haben wir da. Super Breakout. Geht immer. Ne? Auch verschiedene nette Spielmodi. Und ist so schön relaxing auch. Ne? Und kann man wunderbar mit Paddles spielen. Das, also sowas, das sind Games, die muss man auch mit Paddles spielen. Die kann man hier auch sowieso nur. Aber eben, macht auch Sinn. Ne? Ich mag so diese Paddle-Controlled-Games sowieso, weil so ein Paddle mal wieder in der Hand zu halten, das ist halt schon spezieller, ne, als ein Gamepad oder so. Ne? Das macht einfach Spaß. Da ist man so richtig retro dabei. Ne? So, ein Quelle-Game als nächstes. Schnapp die Apfeldiebe. Mein Gott, das Bild. Das Bild ist schon der Hammer. Und ja, das ist wieder so ein Quelle-Gedöns-Ding. Ne? Also von dem her, ja, kann man spielen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das genau geht. Tank Mission ist, glaube ich, Phantom Panzer 2. Ist jetzt halt auch wieder so eine Raubkopie-Ding. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Quelle-Kopie-Ding ist, aber die Quelle-Games haben ja meistens deutsche Titel. Von dem her, ja, so sieht das aus. Und das ist Phantom Panzer 2. Finde ich nicht so gut wie Phantom Panzer 1. Ja, und das, was hier Aliens Return ist und unter Ufi und sein gefährlicher Einsatz dann als Quelle-Game läuft, ist das da hier. Ufi und sein gefährlicher Einsatz.
Ich bin mir nicht sicher, ob das Modul überhaupt läuft. Ich meine, es hat irgendwann mal gezickt und wollte nicht laufen, aber irgendwie habe ich es dann doch ans Laufen gekriegt. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, ich habe das Modul hier. Ne? So sieht das aus. Quelle. Und das letzte für diese Ausgabe ist auch sehr nice, muss ich sagen. Und zwar, ja, kommt es von ColecoVision, für Atari gemacht, Venture. Und Venture ist ja, naja, man läuft in so Labyrinth-Räume rein sozusagen und muss in den Räumen Schätze aufsammeln und muss halt allem möglichen Zeug entfleuchen in dem Moment. Ich weiß es gar nicht, gibt es 3 oder 4 verschiedene Levels und die werden dann immer schwerer. Ist auf jeden Fall auch nice. Grafisch sehr einfach gehalten, aber so von der Spielidee her macht es auf jeden Fall für eine Weile Spaß. Und, ach nee, ich bin noch nicht fertig. Ach, siehst du gerade, ich habe ja hier noch einen Rest liegen. Das war V. Da geht's noch weiter. Genau. Das ist eigentlich auch noch ganz nice. Ein weiteres Quelle-Game und eben mit deutschem Titel. Vom Himmel durch die Hölle. So sieht das vorne aus. Und das ist tatsächlich richtig nice. Man springt mit einem Fallschirm aus großer Höhe ab und muss versuchen, dann unten sicher zu landen. Über gefüllte 20 Bildschirme nach unten. An allem vorbei, an Flugzeugen, an Vögeln, an, ich glaube, Wolken auch, alles, was das von rechts und links ist, muss man sich da so durchsteuern. Das Einzige, was ich nicht so toll finde, ist, der Sound, der da rauskommt, der verursacht Ohrenbluten. Also den sollte man dann irgendwie ausschalten und was anderes dabei hören. Ansonsten ist das Spiel besser als gedacht. Also gebt dem eine Chance, wenn ihr das mal irgendwo seht. Ich kann es nur empfehlen. Das ist gar nicht so übel. Weiter mit V. Genau, da habe ich mal ein Vergleichsvideo zu gemacht zwischen Volleyball und The Real Sports Volleyball. Das ist jetzt hier so die Billigkopie. Spielt sich ganz genau gleich wie Real Sports Volleyball, hat aber andere Farben. Hier ist, glaube ich, der Sand vom Strand weiß und im Original ist er gelb und so. Ne? Kann auch sein, dass es hier so NTSC-Farben sind, aber die passen tatsächlich zum Setting. Ne? Das geht tatsächlich. Spielbar ist es genau gleich wie das Original Real Sports Volleyball. Nur eben grafisch sieht es anders aus. So, dann kommen wir zum Buchstaben W. W wie Winter Games von Epix. Und das ist hier so dieses Cheap Plastic Material eigentlich. Aber es geht noch schlimmer. Winter Games. Sehr geile Umsetzung für ein Atari 2600. Kann ich nur allerwärmstens empfehlen. Macht richtig Laune, das Spiel. Und kriege ich glatt Bock, das auch mal wieder zu spielen. Winter Games. Dann haben wir ein Spielchen, welches ich auch gerne spiele. Winterjagd. Wieder ein Quellespielchen. Und das ist eine Mischung aus, ja, wie soll man sagen, Abfahrtslauf, Free Skiing irgendwie, ne, vorbei an Wald und Felsen und Geröll und so. Und das ist immer ein Part das und dann ein Part Jagd. Da muss man dann entweder auf Bären oder auf Füchse oder so schießen. Ich muss sagen, ich finde die Grafik und die Animation der Tierchen richtig nice. Es ist schön farbig und es ist eigentlich auch die Bären und so, die Tierchen, die sind super animiert. Also es sieht richtig klasse aus, also sehr schön. Also mir gefällt das richtig gut, ich habe da richtig meinen Spaß mit. Die Musik ist zwar ein bisschen dudelig, aber deutlich weniger schlimm als Vom Himmel durch die Hölle, weil der Sound wirklich die Hölle ist. Aber hier, das kann man wirklich spielen. Ich finde es richtig klasse, das Game. Und als letztes dann hier in der Box mit dem Buchstaben Z, Sechsen. Erwartet ja nicht das Sechsen, wie ihr das von anderen Versionen kennt, wo das aus der ISO-Perspektive ist. Das hier ist eher die schlechtere Version, denn ihr seid in der Third-Person-Perspektive und fliegt also von da so nach vorne über die Hindernisse und so weiter. Und ich habe absolut meine Mühe, einzuschätzen, in welcher Höhe ich denn bin und auf die Gegner zu schießen. Und ich finde, in späteren Levels wird das einfach unspielbar. Es wird halt immer schneller. Aber das Raumschiff ist im Verhältnis zur Spielgeschwindigkeit einfach zu träge. Das heißt, wenn du runterziehst, dauert das ewig, bis du unten bist und so weiter. Und bis dahin klebst du entweder in einem Gegner oder an der Wand. Ja, und das finde ich leider ein bisschen schade. Aber ich sag mal so, ich hab's, ne? Nice to have in der Sammlung, aber es ist eher die schlechteste Version, die ich so von Sechsen kenne. Ich weiß gar nicht, welche Konsole hat das auch noch so.
Schreibt mir das sonst mal in die Kommentare. Es gibt noch eine Version oder eine Konsole oder ein System, wo das auch so ist, wo das nicht in der ISO-Perspektive ist. Ja, das waren sie jetzt aber. Damit bin ich diese Box durch und hat einiges an Zeug da drin. Und ja, ich habe sowas in nochmal voll und dann habe ich noch eine Ecke, wo Atari-Module sind. Also ihr dürft noch weitere Folgen erwarten, noch so 2 oder 3. Und dann bin ich durch mit meinen losen Atari-Modulen. Und ja, welches Game habt ihr denn selber davon in eurer Sammlung? Sei es als loses Modul, sei es als Complete in Box vielleicht. Von welchem der gezeigten Games würdet ihr gerne nochmal Gameplay sehen wollen? Wo soll ich nochmal das zocken und aufnehmen? Bock habe ich da immer zu irgendwie. Kann nur nicht sagen, wann das passieren wird, aber ich werde es dann auf jeden Fall notieren auf der To-Do-Liste. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und wenn dem so war, fände ich es cool, wenn ihr das Ganze honorieren würdet mit einem Däumchen nach oben oder noch geiler, ein Abo meines Kanals. Hier gibt es ja nicht nur so, ich zeige euch meine Sammlungssachen mit Atari, also ich habe mal angefangen mit PC-Games, da bin ich eigentlich auch noch nicht durch, aber ja, muss mal gucken, ob ich da mal irgendwann weitermache. Ich fand jetzt Atari interessanter eigentlich fast. Und dann kann noch einiges passieren, zum Beispiel meine C64-Tapes. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass ich angeblich schon an die 150 Tapes angesammelt haben soll. Oder meine PS2-Sammlung, meine PS3-Sammlung, meine Schlag-mich-tot-Sammlung. Ne? Wenn ihr da was sehen wollt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Aber wie gesagt, hier kommen auch noch Atari-Sachen. Ja, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ihr Lieben. Euer Tomeini. Good one.